wirklich ringsherum gehen, das ist etwas. Die interessantesten technischen Konstruktionen, die gemacht worden sind nach dem Krieg, sind nicht in England oder Italien gemacht worden, sondern in Deutschland, in der Bundesrepublik. Und diese Entwicklung, die setzte sich fort bis Mitte der 50er Jahre. Und dann begann der Niedergang der Motorradindustrie, prinzipiell, weil die Menschen ein Dach über dem Kopf haben wollten. Das Maikomobil läuft etwa 80 Stundenkilometer. Das ist in mehreren Varianten gebaut worden. Man hat mit 150 Kubik angefangen 1950 und dann auf 175 Kubik und dann auf 200 Kubik. In der Endphase hat man sogar noch einen elektrischen Anlasser gehabt. Dann hatte man also nahezu auf dem Armaturenbrett ein Auto. Mit Tacho und Uhr und so weiter. Alle Bedienelemente, die man eigentlich auf einem Armaturenbrett hat. Die Karosserie wurde so gestaltet, dass sie ideal war für Vertreter, die herumreisten oder Leute, die mit Musterbüchern arbeiteten, also Maler, die Tapetenbücher in den Kofferraum tun konnten, weil das Besondere an diesem Motorrad ist eben die volle Verkleidung. Das ist einmalig, das hat es nicht gegeben in Deutschland, dass man Motorräder voll verkleidet hat. Es ist eine Röhrroulette da, die aus Landshut kommt ursprünglich. Einige hundert Stück sind gemacht worden. Der Konstrukteur und Hersteller war Traktorenfabrikant. Dieses spezielle Fahrzeug hier ist einmalig in Deutschland, weil es ist eine Röhrroulette, die in Schweden, in Halmstad gebaut worden ist. Als Röhr pleite ging mit seinem Rollerbau, hat er die restlichen Teile nach Schweden verkauft. Motorradfahrer haben es ja angeblich mit Bienen. Sie haben auch so eine Imme. Ja, eine Imme. Der Name ist eigentlich sehr früh entwickelt worden, schon vom Konstrukteur. Der Konstrukteur heißt Norbert Riedel, war auch Flugzeugkonstrukteur, wie so oft in der Motorradindustrie nach dem Krieg. Und hat mit diesem Fahrzeug, mit dieser Biene, die er da entwickelt hat, hat er also Geschichte geschrieben. Und um das mal aufzulösen, der Name Imme kommt eigentlich gar nicht von der Biene. Nein, er kommt nicht von der Biene, sondern er kommt aus Immenstadt. Das Fahrzeug wurde in Immenstadt gebaut, im Allgäu, und den Namen hat man gewählt in der ersten Teil dieses Stadtnamens, Imme, statt Immenstadt. Ich weiß also, wie Riedel diese Maschine entwickelt hat. Er hat zuerst das Fahrgestell gebaut. Das hängt damit zusammen, dass er den Auftrag von den Amerikanern hatte, den Startermotor für ein Düsenflugzeug zu bauen. Dazu hat er gesagt, braucht er also bestimmte Materialien, um diese Motoren zu machen. Das haben sie alles ihm gegeben, die Amerikaner. Und dann hat Riedel also diese Motoren gebaut, die Amerikaner haben wollten. Und wenn abends die Offiziere, die ihn bewacht haben, in seiner Fertigungshalle gegangen sind, hat er sich hingesetzt und hat ein Motorrad konstruiert. Was ist das für eine Victoria? Und da haben wir tatsächlich ein Rekordfahrzeug. Ja, das ist wohl richtig. Eine Modifikation dieses Motors mit einem Fahrrad hat also in den frühen 50er Jahren von einem Herrn Dotterweich einen Weltrekord aufgestellt für motorisierte Fahrräder, der in der Größenordnung, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, 98 oder 99 Stundenkilometer war. Der Herr Dotterweich hat das Fahrzeug liegend betrieben, er hat sich auf den Rahmen ein Holzbrett gebaut, damit der Luftwiderstand geringer wurde, hat den Motor etwas optimiert und dann hat er diesen Rekord gefahren. Der ist anerkannt worden, der Rekord. Und viele, viele Jahre ist er aufrechterhalten worden, bis die Kreidler-Leute mit den 50-Kubik-Motoren auf dem Salzsee in Utah neue Weltrekorde für solche Fahrzeuge aufgestellt haben. Zwei grundsätzliche technische Lösungen sind da verwirklicht an dem Motor. Das eine ist die Gemischaufbereitung und das Ansaugen des Gemisches, nicht über Überströmkanäle, sondern über
war ein Drehschieber, das heißt eine Platte, die mit der Kurbelwelle läuft und die Öffnung in den Zylinder freigibt. Und die zweite Besonderheit ist das Getriebe, ein Zweiganggetriebe, höchst ungewöhnlich bei einem Fahrradmotor, ist in der Regel nicht verwirklicht worden, außer bei Victoria. Und diese beiden Gänge werden einfach über eine Kupplung geschaltet, über eine Kegelkupplung geschaltet. Das heißt, man braucht zur Bedienung nur einen Hebel. Der Motor hat also einen sehr kleinen Hubraum, nur 38,5 Kubikzentimeter, aber immerhin eine Leistung von 1,2 PS bei voller Drehzahl etwa 4200 Umdrehungen. Ja. Und jetzt ein wahrhaft goldenes Gefährt. Ja. Was gibt's dazu zu erzählen? Dazu gibt's eine große Menge zu erzählen, aber das kann ich nicht alles bringen. Ganz kurz nur zusammengefasst. Es ist eins der wunderlichsten Fahrzeuge, die es auf dem Zweiradsektor gibt. Es ist weder ein Motorrad noch ein Motorroller. Es ist ein Zwitter. Die Grundkonstruktion kam aus der Schweiz, aber aufgenommen hat diese Idee der Herr Weikert. Das war die alte Motorradfabrik Achilles aus der Tschechei, ehemals Sudetendeutschland. Der ist nach dem Krieg vertrieben worden und hat in Wilhelmshaven an der Küste oben eine neue Motorradfabrik gegründet. Hat die mit viel Krediten neu aufgebaut und wollte dort Motorräder bauen. Und nachdem alles fertig war und der Betrieb einige Monate gelaufen war, ist die ganze Halle abgebrannt. Dann hat er wieder von vorne angefangen.